Hallo, liebe Camper, hier ein kleines neues Video von Mika Caravan. Schaut mal, was ich hier stehen habe. Einen wunderschönen Detlefs Globetrotter XLI Premium. Richtig schickes Fahrzeug, ein Riesenschiff, also ein echt schönes Fahrzeug, muss man wirklich sagen. Und was machen wir hier? Der Kunde möchte natürlich hier umstellen auf Lithium-Akkus. Hier sehen wir mal den Elektrokasten. Gegenüber zu meinem letzten Video habe ich hier schon mal den Vorteil, dass hier schon mal anständige Verkabelung ist. Also echt schick gemacht. Bloß dennoch schmeißen wir die raus, die Riesendinger. Da müssen zwei neue rein, nämlich auf Lithium basierend. Hier haben wir schon ein Multiplus verbaut, 3000 VA von der Firma Victron, der war natürlich schon drin. Da oben ist der Schaltblock, genau. Und dann kriegt er noch zwei Ladebooster, die waren hier noch verbaut. Und noch ein paar Kleinigkeiten, wie Steckdosen und so weiter, die legen wir dann noch im Innenraum dementsprechend. Das sind die Gitter davor. Dann tun wir das Käschle da ein bisschen aufräumen und ja, mal gucken, wie das dann hier wird. Vorne machen wir dann noch Steckdosen ran. Da will der Kunde hier unterm Sitz, da vorne, unter dem, über den Lautsprecher, da ist ein Lautsprecher, da bauen wir noch eine Steckdose hin. Da möchte man nur eine haben und ja, nur ein paar Kleinigkeiten. Der hat einen Fäkalientank, drum bauen wir da auch noch eine Kamera hin, weil der Fäkalienauslauf ziemlich mittig vom Fahrzeug ist und da kommt man recht schlecht hin. Und dann machen wir da noch eine Kamera hin, dass er dementsprechend vorne umschalten kann, um dann das da alles sehen zu können, wo er exakt drüber fährt und den Fäkalientank dann ablassen kann. Echt ein schönes Fahrzeug, Klimaanlage. Alles Mögliche verbaut, viel Stauraum, wirklich tolles Fahrzeug. Jo, das haben wir jetzt noch die Woche. Da machen wir uns dann gleich drüber. Die anderen zwei habe ich euch ja schon gezeigt. Hier sind wir schon mitten dabei. Da haben wir schon alles zerlegt. Für die Vorbereitung hier Alarmanlage, dann hier Alpine-Radio. Da vorne haben wir schon die Scheibenantenne verbaut, die der Kunde da haben wollte. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen bessere Lautsprecher reingemacht, die Türen ausgedämmt, ganz wichtig. Dann von der Firma Eton, die wollte der Kunde, die hat sich der Kunde so ausgesucht, die Lautsprecher noch rein. Und dann kommt hier noch der Subwoofer dazu. Den habe ich schon auf der Werkbank stehen, habe ich vorbereitet, der kommt da auch noch dazu rein. Und noch ein paar andere Sachen wie Solaranlage, Alarmanlage und. Jo, und hier haben wir das Fahrzeug, da kommt jetzt noch der Sitz rein, den habe ich jetzt noch geschwind herausgelassen, den habe ich euch ja schon gezeigt. Da haben wir letztlich ja den Wechselrichter verbaut, einmal hier hinten, haben eine Solaranlage verbaut und haben hier von dem Kasten die ganzen Querschnitte verändert, damit es ein bisschen sauberer ausschaut. Das war der, wo der Pluspol einmal um den Sitz gewickelt ist, das habe ich jetzt verändert. Ich habe die 50 Ampere Sicherung nach vorne gemacht, damit natürlich hier der Pluspol relativ kurz ist, das Kabel. Habe hier einen Plusverteiler gesetzt, einen sauberen, wo auch die Querschnitte dementsprechend drauflaufen und alle Plus inklusive Ladebooster. Auch da habe ich den Querschnitt vergrößert, weil da blende ich euch was ein. Da habe ich ein kleines Video gemacht. Da bin ich nämlich, oder es war so verbaut, von 16 Quadrat runter auf eine Schiene und dann mit einem, glaube 6 Quadrat, 8 Quadrat weiter, also totaler Quatsch. Aber das blende ich euch jetzt gleich mal ein. Hier nur ein kurzer Einblender, weil hier der Ladebooster, soweit alles richtig, einen guten Querschnitt, das ist okay, das passt. Mit diesem Querschnitt, ich habe ihn gerade weggemacht, waren wir hier auf dieser Leiste. Also was mich schon mal total fuchst, ohne Adernenthülse, also das finde ich schon mal echt gravierend. Und hier gehen wir dann, ihr seht diesen Querschnitt,
im Vergleich, das ist dann hier dieses Kabel, das habe ich gerade weggemacht. Und das ist dann der Querschnitt, wo wir weitergehen zur Batterie. Also Leute, ihr müsst euch das einmal geben. Also wir gehen hier mit einem gut, ich müsste jetzt lügen, 16 Quadrat aus dem Ladebooster raus auf diese Verteilerschiene. Und von der Verteilerschiene gehen wir hier mit, keine Ahnung, 8 Quadrat oder irgend sowas weiter zur Batterie. Also mir fehlen jegliche Worte. Also man kann schon sowas machen. Und sowas ist serienmäßig verbaut. Also mir fehlen hier echt die Worte. Ich meine, was soll man dazu sagen? Was soll der Ladebooster jetzt bringen? Also wir gehen hier volle Lotte. Wir schütten einen 10 Liter Eimer Wasser durch einen Strohhalm durch und wollen damit ein Glas füllen. Also wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Wir werden das jetzt auskorrigieren und alles ändern und ihr werdet dann dementsprechend das Resultat gleich sehen. Hier nochmal eine Kleinigkeit. Ich meine, auch das kann man so machen, aber ich weiß auch nicht, ob das so richtig ist. Hier ist das D-Plus-Kabel. Und statt dass man hier einen neuen Kabelschuh angrimmt, ist man dann zu faul und wickelt es hier mal geschwind 5-6 Mal ums andere Stromkabel rum. Also ich habe keine Ahnung, aber ja. Und das lässt man sich dann auch noch bezahlen. Wahnsinn. Also Glückwunsch. Grandios. Also ihr seht, das ist absoluter Blödsinn. Jo, und dann haben wir hier natürlich die Verbindungen anders gemacht. Wir haben jetzt hier die Masseentnahme. Hier haben wir die Plusentnahme. Also über Kreuz, so wie es sich so anständig gehört, damit es alles sauber ist. Die Verbindungen dementsprechend ordentlich gemacht mit dickere Kabel und nicht nur mit 8 Quadrat oder 6 Quadrat, was das da war. Weil das geht ja gar nicht. Also das hat fürchterlich ausgeschaut. Jo, damit das alles wieder sauber ist, hier haben wir unsere Sicherung für einen Wechselrichter. Hier unten haben wir die 50 Ampere Sicherung. Da haben wir den Ladebooster, war ja alles schon vorhanden. Dann haben wir hier oben, mal schauen, ob ich da hinkomme, jawohl, hier oben jetzt die Batteriecomputer verbaut und das Display für den Wechselrichter, wo wir hier sauber eingeschnitten haben, damit das alles ordentlich ausschaut. Ja, finde ich zwar jetzt immer nicht so schick, dass da ein Sammelsurium an Geräten und jedes schaut anders aus oben ist, aber das ist halt mal so, das können wir nicht ändern. Das ist so. Jo, und dann haben wir hier noch unser, gut, das habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt, die Netzvorrangschaltung und so weiter. So schaut es jetzt alles fertig aus. Ich glaube, das ist wieder ganz ordentlich geworden. Da machen wir jetzt den Sitz noch drauf. Funktionieren tut alles. Solaranlage haben wir auch montiert. Zwei Platten, die funktionieren auch wunderbar. Da haben wir ja jetzt den Solarregler hier vorne montiert. Und natürlich auch an der Autobatterie angeschlossen, dass immer gleichzeitig ein paar Ampere in die Autobatterie gehen. Das ist immer ganz wichtig, damit man immer die Stadtfähigkeit erhält. Natürlich, wenn es schattig ist, passiert da nicht allzu viel. Da kann ich auch nur empfehlen, wie zum Beispiel vom WCS den Rapid zu verbauen. Das ist eigentlich das Maß aller Dinge. Der Rapid, wie der funktioniert, und man erhält automatisch immer die Stadtfähigkeit vom Fahrzeug und ja, es kann nie passieren, dass die Batterie leer ist. Selbst wenn die Batterie ganz leer ist, dann ist der Rapid aktiv und zack, in kurzer Zeit kann ich wieder losfahren. Also das ist schon eine tolle Sache. Das ist phänomenal, das Teil. So, in dem Sinn, genau, das ist das, was wir jetzt die Woche alles noch fertig machen. Und für Montag, Dienstag habe ich auch noch ein schönes Objekt, das zeige ich euch dann. Und wünsche euch bis dahin alles Gute. War mal ein kurzes Video, knackiges Video. Muss jetzt auch gleich weitermachen hier, damit ich fertig war. Euch alles Gute, bleibt weiter gesund und fit. Bis bald, eure Mikas. Ciao, ciao.